Ewald Müller, heute auf der 13. GBB Alukönig Stahl. Wie seht ihr jetzt am Ende des Jahres in die Zukunft, in das Jahr 2023 rein? Durchaus gemischt. Wenn ich es genau wüsste, würde ich nicht hier stehen. Was wir sehen oder was wir glauben zu sehen ist, dass es, wir sind ja in 16 Ländern tätig, dass wir ähnlich wie in 2008 nach Lehman 2009 zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten zusammenbekommen werden. Wir glauben zu sehen, dass es in Südosteuropa, wo wir auch noch mehr von wirklichem Bedarf und weniger von Anlageformen in der Immobilienwirtschaft reden, glauben wir, dass Südosteuropa zumindest das Jahr 2023 auf dem Niveau 22 in einer gewissen Seitwärtsbewegung sein wird. Wir sehen allerdings doch mit großer Sorge auf den österreichischen Markt für 2023. Was man schon bemerkt ist, alle Unternehmen, die schon früh auf das Thema Nachhaltigkeit gesetzt haben, haben jetzt einen gewissen Wettbewerbsvorteil, weil durch ESG, Taxonomie und so weiter die Immobilienunternehmen was tun müssen. Was ist denn euer Fokus bei Nachhaltigkeit? Also das sind zwei Fragen. Zur ersten möchte ich gerne ein bisschen Stellung nehmen, weil ja, das hätten wir gerne, dass die sehr viel für Nachhaltigkeit tun, dann wirklich auch einen Vorteil hätten. Je größer der wirtschaftliche Druck wird, umso größer ist unsere Sorge, dass dieses richtige Argument wieder in den Hintergrund tritt. Damit sind wir schon konfrontiert. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, und was plötzlich oder was ursprünglich als Vorteil gedacht war, kann in dem einen oder anderen Fall sogar zum Nachteil gereichen. Also das ist nicht ganz so, aus unserer Sicht nicht so eindeutig und klar. Die zweite Frage, was macht ihr in Sachen Nachhaltigkeit? Wir sind angetreten vor, keine Ahnung, ich bin jetzt 26 Jahre dabei, und damals war das Thema, dass wir uns um Aluminium Sorgen machen mussten, im Vergleich der Diskussionen zu anderen Werkstoffen. Wir haben dann versucht, das mit Studien zu untermauern und sind unseren Weg konsequent gegangen. Heute, glaube ich, sind wir so weit, dass wir, wenn wir es häufig so objektiv sehen, ist bei mir schwierig, ja klar, jeder sieht das aus seiner Sicht wahrscheinlich ein bisschen anders, aber rein objektiv gesehen können Sie heute Aluminium, wenn Sie dazu erneuerbare Energie verwenden, mit fast keinem CO2-Ausstoß produzieren. Wir haben aber den einzigen Werkstoff, der ewig im Kreislauf gehalten werden kann, das heißt ohne Qualitätsverlust. Das heißt, wir haben eine Situation, dass die ganze Situation, die jetzt auf uns auf den Markt einbricht, Nachhaltigkeit, CO2, Lieferkettengesetze und eigentlich unserem Werkstoff entgegenkommen, und trotzdem kämpfen wir, weil Anschaffungskosten noch immer im Vordergrund stehen und Lebenszykluskosten zwar jeder versteht, aber alle unsere Systeme nicht darauf ausgerichtet sind. Der Gesetzgeber möchte langsam in die Richtung auch kommen, beziehungsweise macht auch einen gewissen Druck. Inwieweit sind denn da, also oder welche Normen sind da für Sie als Alukönig Stahl die bestimmenden? Wir sehen auch das sehr, sehr kritisch, weil die Geschwindigkeiten nicht harmonisiert sind. Der Gesetzgeber geht her und verlangt Themen, versucht sie in Verordnungen zu gießen und, schafft aber auf der anderen Seite die Rahmenbedingungen nicht dafür. Es nützt mir nichts, wenn ein Mietrechtsgesetz heute an Lebenszykluskosten noch immer nicht berücksichtigt, sondern auf der Anschaffungsseite sitzt. Das kann ja dann nur dazu führen, dass wir gar nicht mehr bauen. Ein ewiges Thema, das ist schon so lange unter. Ja, wir hoffen, dass der Leidensdruck muss offensichtlich noch größer werden, damit wir hier in der Harmonisierung der Geschwindigkeiten, das Thema ist ja richtig, aber die Geschwindigkeiten sind nicht richtig harmonisiert. Ihr habt ja auch eingereicht zum GBB Award mit dem Thema grüne Fassaden. Aluminium, grüne Fassaden, wie funktioniert das? Schauen Sie, wir haben früher geredet, und ich habe heute in der Vorbereitung für eine Diskussion einmal mitgehabt, dass ein U-Wert einer Fassade vor, keine Ahnung, in den 80er Jahren 5,0 war. Heute reden wir, irgendwann haben wir von Passivhaustauglichkeit von 0,8 geredet. Ich rede davon, dass heute eine Fassade in einer Stadt einen Beitrag zur Stadt leisten muss. Ich gehe davon aus, dass die Fassade der Zukunft Energie produziert, nicht verbraucht. Ich gehe davon aus, dass dort, wo die Sonneneinstrahlung günstig ist, wir
Energie produzieren, auf der anderen Seite wir die Fassaden begrünen, um eben das CO2-Äquivalent zu erreichen, hier auch für Sauerstoffbedarf in der Stadt, für die Frische der Stadt, Feuchtigkeit der Stadt, ganz wichtig, etwas zu tun. Ich glaube, dass jeder hier angehalten ist, einen aktiven Beitrag zu leisten. Technisch sind wir dort, wirtschaftlich muss es erst akzeptiert werden. Ist ja das Thema Kreislaufwirtschaft auch ein möglicher Beitrag dazu? Ja, logisch, klar. Also wenn, ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Produkte, die wir nicht zertifiziert haben von Cradle to Cradle. Wir gehen davon aus, dass das eigentlich ein Muss ist. Wir leben aber in einer semantischen Diskussion, dass für uns als Österreicher Holz Holz ist, also nachwachsend und sehr gesund. Und gut, PVC, das ist ohne das ein bisschen unter die Räder gekommen. Aber wir können uns bei Aluminium noch nicht ganz vorstellen, dass es hier um einen sehr ökologischen Werkstoff geht. Nicht nur um einen ökonomischen, sondern auch ökologischen. Und es gibt Studien der WU in Wien, die eindeutig auf die Wirtschaftlichkeit, aber auch auf die Werkstoffthematik abstellen. Und das, die schönsten Gebäude sind ja die, die mehrere Werkstoffe auch optisch vereinen. Die schönsten Gebäude sind immer die in den Augen des Betrachters und die sind unterschiedlich. Ich glaube, ich habe mir eines abgewöhnt im Zuge meines Lebens bei Alu König über Architektur mich zu unterhalten. Architektur ist höchst subjektiv, Architektur muss gefallen und unser Beitrag ist es, Architektur möglich zu machen. Und was ist aktuell Ihr Lieblingsprojekt? Sie arbeiten? An dem ich sehr lange gearbeitet habe, war von der Signa das neue Projekt in Hamburg, das wir dann leider nicht bekommen haben, das ich aber extrem spannend gefunden habe. Ja, ist auch schön, wenn man sich über solche Projekte dann auch freut, über die Arbeit, die dann reingeflossen ist, und das Ergebnis ist dann halt vielleicht nicht immer das, was man sich wünscht, aber ja. Vielen Dank, dass ihr heute da seid und viel Erfolg. Danke sehr, danke für die Einladung.